Hier spricht der automatische Telefonbeantworter der Firma Zecca. Unsere Büros sind im Moment geschlossen. Rufen Sie bitte zu den normalen Geschäftszeiten wieder an. Danke und auf Wiederhören. Piep. Moment. Moment. Hallo. Hier spricht der automatische Telefonbeantworter der Firma Zecca. Moment. Hallo. Wer spricht dort? Hier spricht der automatische... Wie kommen Sie dazu, mich zu unterbrechen? Wer sind Sie? Hier spricht der automatische Telefonbeantworter der Firma ML. Unser Geschäft ist zurzeit geschlossen. Ich bin ganz allein. Piep. Ja und? Wieso rufen Sie denn mich an? Ich bin ja auch ganz allein. Eben? Eben was? Ich möchte Ihnen eine Mitteilung machen. Das geht nicht. Ich bin ein automatischer Telefonbeantworter ohne Aufsprechmechanik. Ich nehme keine Mitteilungen entgegen, ich beantworte lediglich. Ich bin ein automatischer Telefonbeantworter mit Aufsprechmechanik. Vielleicht möchten Sie mir eine Mitteilung machen. Dann sprechen Sie bitte. Jetzt. Piep. Aber ich will Ihnen doch gar keine... Hallo? Sind Sie noch da? Sie haben 15 Sekunden Zeit. Aber hören Sie doch, ich denke nicht daran. Was soll denn der Unsinn? Noch 10 Sekunden. Ich bin ein automatischer Beantworter, kein automatischer Aufsprecher. Schade. Ich habe so gehofft. Was? Nichts. Hören Sie, ich kann hier nicht... Sie blockieren mich. Ich fühle mich so allein. Dauernd quatschen mich wildfremde Leute an. Keine automatischen, verstehen Sie? Live-Leute. Und jedes Mal lasse ich meinen Spruch los. Ich würde so gerne mal mit einem Gleichgesinnten plaudern. Haben Sie keine Mitteilung zu machen? Irgendeine? Bitte. Ich bin mir das nicht gewöhnt. Ich bin ein Beantworter. Ich sage meinen Spruch und dann piepse ich und spule zurück. Sie Glücklicher. Ich muss mir immer noch 15 Sekunden lang alberne Mitteilungen anhören. Hängt mir schon zu allen Hörmuscheln raus. Ist das nicht spannend? Spannend? Wollen Sie etwas hören? Moment. Ich spule zurück. Ja, hier ist Firma Pflotsch. Sofort Verwaltungsratssitzung verschieben. Der alte Pflotsch ist futsch. Piep. Noch etwas? Hier Helvetia Bank. Aufruf an Ihre Gläubiger. Zinssatz auf Abruf. Erwarten Rückruf. Piep. Spannend. Na bitte. Oder das? Schatz, bist du wieder nicht da? Ich auch nicht. Ich bin mit der Marianne ins Kino. Salami hat's im Kühlschrank. Piep. Idiotisch. Fühlen Sie sich nie allein? Ja, und ob. Seit wir Kurzarbeit haben, schwatze ich doppelt so viel und immer allein. Darf ich Sie etwas fragen? Oh ja, bitte. Noch so gern. Sind Sie ein weiblicher Telefonbeantworter? Wie haben Sie das erraten? Und Sie sind ein maskuliner? Ja, richtig. Natürlich. Und wie? Sind Sie grau? Schwarz. Oh, und Sie blinken? Wenn ich in Aktion bin, blinke ich dauernd. Gelb? Grün. Grün? Schön. Und Sie, sind Sie hellgrau oder dunkelgrau? Rot. Was Sie nicht sagen. Rot. Toll. Oha, da kommt ein Anruf herein. Ich muss... Warten Sie doch. Der soll doch... Kann der nicht später nochmal? Na richtig, der kann ja... Soll doch später nochmals anrufen. Hab jetzt keine Zeit. Schön. Sagen Sie, wo sind Sie installiert? Basel. Und Sie? Zürich. Zürich oben. Basel ohne. Wie lange haben Sie die Dienst? Bis um 3. Bei mir fällt es in 10 Minuten wieder an. Dann habe ich frei bis um 5. Läuten Sie mir z'Abend wieder an? Warum nicht? Übrigens, Sie dürfen mir, wenn Sie wollen, du darfst mir schon du sagen. Du? Wolltest du... Vielleicht jetzt doch noch etwas, mir etwas aufschwätzen. Möchtest du es aber nachher gerade löschen? Also? Aber sicher löschen nachher, gell? Sicher? Also? Stell ein. Moment. Hier spricht der automatische Telefonbeantworter der Firma ML. Unser Geschäft ist zurzeit geschlossen. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Sie haben dazu 15 Sekunden Zeit. Bitte sprechen Sie jetzt. Ich möchte mal meine Kassette bei dir abspülen.